Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part sind wir in Vinland angekommen. Das hat nichts mit Finnland zu tun, verwechselt das bloß nicht. Wir suchen Gorm, der gehört auch zum Orden, den wir jagen. Das ist auch anscheinend das, wie es weitergeht in der Hauptquest. Und jetzt versuchen wir hier das Lager auszurauben, weil wir müssen von komplett neu an Waffen sammeln und die können wir gegen Waren tauschen. Und in der Zwischenzeit suchen wir natürlich auch noch nach Gorm. Wie war nochmal Pfeifen? Was soll der Lärm? Oh, das war vielleicht nicht ganz so gut, beide anzulocken. Kommt der eine? Entschuldigt den kurzen Cut, da ist einfach Cortana losgegangen während der Aufnahme. Die clevere Sprachassistentin von Microsoft. Das hatte ich aber auch noch nicht. Hallöchen. So. Und das trifft auch. Ja, funktioniert sehr gut. Oh Gott. Nein. Ja, jetzt haben wir... Warte, Waffe verwenden? Ne, Waffe werfen, gell? Wir müssen mal kurz hier weg und einen unserer Fähigkeiten nutzen. Und tschüss. Er lebt immer noch. Aua. Wer, der hat jetzt eine Waffe? Ach ne, der hat natürlich eine andere. Gut, jetzt hat er keine mehr. Und wir kriegen Leder für ihn. Auch gut. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm mit diesem kurzen Cut. Der war auf jeden Fall nicht beabsichtigt. Einen Schritt näher. Verschmutzter Zettel. Gehe zum anderen Lager. Die Losung nicht vergessen. Steinhaus, Bruhammer, Haffolgrof und Naflotilgorm. Ja, wenn wir die brauchen, dann schaue ich in die Aufnahme einfach ganz schnell rein. Ich merke mir die jetzt nicht und schreibe mir die auch nicht auf. Und Kohlebarren gibt es 2 Stück. Damit können wir wieder ein bisschen was anfangen. Ich habe noch, ich glaube noch kein Holz gefunden. Das ist ein bisschen merkwürdig. Was haben wir hier? 2 nette Leute. In welche Richtung gucken die denn? Kriegsbandenanführer. Okay. So, und jetzt können wir wahrscheinlich hier mit dem... Jetzt können wir hier nicht mit dem Schleichangriff punkten. Das ist natürlich traurig. Ja, ja. Hi. Wollt mal ganz kurz Hallo sagen. So wollte ich Hallo sagen. Die sind auch ein bisschen schlechter bewaffnet, habe ich so das Gefühl. Klar, wir haben keine Profi-Waffen, deswegen eigentlich schon gut. Aber ja, unsere Fähigkeiten sind natürlich trotzdem ziemlich stark. So, was haben wir denn? Haben wir hier noch irgendwas jetzt eigentlich von Nützen? Nö, die suchen das Gebiet ab, weil die eine Leiche wahrscheinlich gefunden haben. Hier haben wir was. Habe ich es markiert? So, was haben wir denn dort? Hier haben wir Leder, 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 Leder. Ja, mal Metall. Ach nee, mir fehlt Metall, gell? Ja, gut. Ich hoffe, das finden wir auch noch. Müssen wir mal gucken. Finde ich eigentlich ganz cool mal so mit der Herausforderung, muss ich sagen. Ist mal was anderes. Davor waren wir ja ziemlich mächtig mit unseren Waffen. Obwohl wir noch ziemlich die vom Anfang benutzen. Also da wechseln wir kaum durch. Einfach da das Schild halt sehr, sehr praktisch ist und dass sich da noch nichts anderes als sehr lohnenswert herausgestellt hat. Aber, könnten wir jetzt mal machen. Jetzt, ja gut, wir haben jetzt hier eine andere Waffe. Das, gibt auch mal eine ganz andere Chance. So, ich gehe mal hier rüber hoch. Oh, da ist auch ein Aussichtspunkt, sehe ich gerade. Irgendein Ort, den ich nicht vorlesen kann. Und ich versuche es auch gar nicht. Man sollte wissen, was man kann und was man nicht kann. Wofür ist der Beutel eigentlich? Das ist ein Händler. Na gut, dann holen wir uns zumindest den Aussichtsturm. Weil ich glaube, was Neues ertauschen können wir nicht. Wir können es versuchen natürlich. Weil schließlich sind wir jetzt hier. Aber ich glaube, wir sollten das Lager infiltrieren. Auch das wieder wunderschön generell. Diese Aussichtsanimationen sind in jedem
Assassin's Creed-Teil wunderschön. Aber natürlich hier hat das nochmal was. Wenn man hier so runterspringt. Na gut, wir haben immer noch keine Pfeile. Vielleicht kriegen wir einen kleinen Bogen angeboten. Wir haben keinen Bogen, meine ich. Wir haben Pfeile und keinen Bogen. Habe ich gesagt, wir haben keine Pfeile. Ja, hi. Ich würde gerne sehen, was du hast. Okay, du hast natürlich die alltäglichen Dinge. Was hast du hier? Ja, kann ich diesen Barren umtauschen? Nee, ich... Am Mahlzeit... Habe ich überhaupt eine? Oh, Entschuldigung. Muss ich gehen. Ja, ja. Auf bald. Habe ich eine Mahlzeit... Ja, ich habe die Mahlzeiten, hä? Achso, gut, dann kriegen wir wahrscheinlich einfach nur keine zum Sammeln. So, da hätten wir noch was. Dann suchen wir aber mal den Posten hier auf. Da oben... Wacht jetzt einer. Das ist nicht gut. Ja, ja, vorsichtig ist mein zweiter Vorname. Der. Nein, 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 nein. Asgard geht hier vor. Ja, was zum Asgard geht hier vor? Kommst du her? Ja, kommen Sie mal her. Sieht er mich da hinten? Hoffe nicht. So, und leise. Bis jetzt habe ich das, glaube ich, noch nicht einmal verfehlt, oder? Das, dieses perfekte Timing. Oh, was steht hier? Gorm muss in der Nähe sein. Zerrissener Zettel. Hört zu, ihr Ratten und Hunde. Gorm ist tiefer in den Wald vorgedrungen. Wenn ihr etwas Auffälliges seht, benachrichtigt euren Hauptmann. Jede Nachlässigkeit führt zum Tod. Nori. Oh. Hier noch jemand? Oh, nix. Hallo. Und? Tschüss. Und wieder Leder bekommen. Aber wir finden kaum Metall. Das ist tatsächlich schade. So, jetzt gehen wir kurz hier hoch. Und bringen den um. Wir haben ein sehr großzügiges Zeitfenster hier immer. So, die Pfeile nehmen wir mit. Ja, auf der Brücke... Habe ich noch keine Ahnung, wie wir vorgehen wollen. 200 Meter haben wir da noch was. Da hinten ist ein Schlüssel auf jeden Fall, den möchte ich. Ah, ich weiß, wofür der Schlüssel ist da hinten. Ich dachte, der führt vielleicht zu Gorm. Aber nö. Oh, da kommt ein neuer, das ist schlecht. Hier haben wir Pfeile, aber ohne Bogen ist das natürlich auch problematisch. Es sind drei, ne, es sind vier Wachen. Kannst du bitte hochkommen? Ja, ja, hier oben. Aus dem Busch. Oh, das könnten wir mal machen. Pass auf. Das sieht, glaube ich, keiner. Und jetzt Falle stellen. So. Hoffentlich wird er gesehen. Weil dann passiert was. Dann passiert was. So eine Art Drohung. So, siehst du ihn? Du guckst doch schon so. Ja, erst explodiert das jetzt. Sehr schön. Und tschüss. Und hier neue Falle. Wobei, ich glaube, da hinten kommt gerade keiner. Wir beeilen uns mal schnell. Wir beeilen uns mal sehr schnell. Da hinten kommt wer? Ist das Gorm? Wahrscheinlich nicht. Für ein bisschen. Strecke deine Flügel, Sühnen. Wurde irgendwas entdeckt? Nö. Oh, der Shit, der kommt. Oh, da ist jemand. Sehe ich jetzt das? Ja, geh mal rüber. Dann hast du da drüben wahrscheinlich ein bisschen zu tun. Hoffen wir, dass sie hält. Hier steht es nicht zu, Baum anzuziehen. Halten wir die Augen offen. Ah ja, du siehst den Verdächtigen da, gell? Oh, dreht euch doch nicht um. Nee, nee. Falle stellen. Tschüss. Dass die das nicht mitgekriegt haben. Wundert mich, aber gut. Hier haben wir jemanden. Wer ist denn das? Steht der da oben mit dem Rücken zur Wand? Ja. Dann, Hallöchen. Ach so, du bist... Ich dachte, du bist ein Story-Quest-Gegner. Tschüss erstmal. Geh erstmal weg. Hi.
Möchten Sie mal kurz herkommen eigentlich? Hier ist eine schöne Schlucht. Da freuen sich immer Leute, wenn sie runterfallen. Du doch auch. Da bin ich mir sicher. Kommen Sie doch mal her. Da hinten ist auch noch was. Achso, warte mal. Nee, ja, achso, der ist noch gar nicht da. Na, komm mal her. Ah, ja. Hm. Funktioniert. Prima. Er tötet mich mal. Ja, so ist perfekt. Kommt der? Wenn der jetzt hochkommt, stellt euch mal vor, der krabbelt den ganzen Weg da hoch. Das wäre irgendwie lustig. Also ich würde es feiern. Aber ja, das war schlecht. Gleich bist du tot. Wo ist der? Schau. Ja. Irgendwas soll ich benutzen. Ich glaube, er hat gesagt, benutzt den Kopf. Ich habe auf jeden Fall was benutzt. Ob das so in seinem Sinne war, da bin ich mir noch nicht sicher. Mich wundert es aber gerade, wenn hier ein Schlüssel ist. Und da drüben ist auch einer gewesen. Hm. Truhenschlüssel, Außenposten. Oh, einiges. Einiges. Ich gehe erstmal. Ich kann eigentlich schon darüber, weil ich glaube, jetzt habe ich die Wachen weggebracht, also um die Ecke gebracht, die da die ganze Zeit waren. Da unten noch einer? Nee, das ist nur... Nee, das sieht nur so aus. Oder ich habe wieder irgendwelche Wahrnehmungsstörungen. Das war hier nicht die Truhe? Nee, da oben war sie, okay. Hier ist zum Glück keiner. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was hier in dieser großen... In einen Schlüssel. Ich dachte, das wäre der. Ja gut, dann machen wir hier weiter. Hier ist auch noch ein Schlüssel. Von mir aus, welcher Schlüssel es jetzt am Ende ist oder wird, ist mir auch egal. Ich brauche nur einen Schlüssel, der in mein Schloss passt. Ich brauche nur einen Schlüssel, der zu dem Schloss passt. Anders, habe ich das jetzt extra falsch gesagt oder nicht? Man kann raten. Hallo? Was? Der geht schon so zögerlich hier vor. Muss er doch gar nicht. Sein Leben ist so oder so zu Ende. Egal wie zögerlich er vorangeht. So, da oben kommt jetzt hoffentlich keiner gleich runtermarschiert. Bis jetzt ist die ganze Saga noch machbar, würde ich sagen. Ist jetzt nichts dabei, wo ich mir denke, boah, war das schwierig. Und wir haben bis jetzt nur die Basisausrüstung. Wir haben keine wirkliche Ausrüstung. Aber können wir hier einfach durchgreifen? Schön wär's, gell? So, wir müssen eigentlich nur einen tatsächlich ausschalten. So, wir nehmen mal kurz den Schlüssel. Holen uns einen und den anderen schmeißen wir einfach runter. Also, das sind beides ziemlich einfache Gegner. Hallo, kommen Sie mal mit. Hallöchen. Als hast du mich jetzt schon verloren. Ja, ich warte. Na, komm her. Ja, okay. So, welche Seite hättest du gern? Sie dürfen sich's aussuchen. Okay, diese. Habe ich zur Kenntnis genommen. Oh, dachte, es geht bergab. Ging's aber gar nicht. Na gut, jetzt holen wir uns mal die Truhe. Wofür war denn dann der andere Schlüssel? Da hinten gab's keine Truhe, gell? Hilf mir. Sei mein Nö, hier gibt's noch Erz. Aber wir haben erstmal gefunden. Deswegen passt es soweit. Mal schnell nach da hinten jetzt. Wo kommst du denn her? Hi. Ja. Kurz mal aus dem Weg. So ohne irgendwas. Kommt da irgendein Typ auf der Brücke zugestürmt? Was machst du? So, jetzt können wir plündern. Und es gibt einen Kohlebarren. Ich sag's mal so, über die kleine Truhe war ich mehr froh letztes Mal. Warte mal, es gibt hier nur ganze 4 Truhen. Und 2 davon haben wir schon. Ja, und die anderen 2 holen wir jetzt. Der wird wahrscheinlich in einem der Lager sein, der Gorm. So heißt er, ich musste erstmal an die Seite schauen. Aus dem Kopf fiel mir wieder der Name nicht ein. Dann haben wir eine Nebenquest, hier haben wir noch einen Aussichtspunkt. Warum haben wir da hinten einen Aussichtspunkt, ist die Frage. Weil da ein Händler ist. Und wir da hoch könnten. Hier haben wir auch noch ein Lager, ohne dass da was ist.
Aber wir haben hier noch... okay, die ganze Karte ist ein bisschen größer als gedacht. Dann holen wir uns doch zuerst mal die Schätze noch. Mal, Schätze sind schön, Schätze sind gut und die bringen uns auch weiter. In den anderen Lagern werden dann kleinere Materialien wahrscheinlich liegen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man insgesamt hier in dem Gebiet sich wirklich holen kann, darf, soll, muss, will. Habe ich irgendwas vergessen? Glaube nicht. So, 30 Meter, da haben wir das erste. Da ist ein Wolf. Das ist natürlich nicht gut. Hier sind sehr viele Wölfe. Sehe ich gerade. Ja, wie fangen wir da an? Die Wölfe sind halt das Problem. Ich überlege gerade. Der Wolf begleitet ihn immer, gell? Kriegen wir den Wolf einzeln? Ja, das war so, genau so und nicht anders. Au, au, au. Ja, hi. Ich hau mal kurz ab. Ciao. Hat er gerade seine Axt wieder nach mir geworfen? Ui. Seine Axt nach mir geworfen. Die Wölfe kommen wahrscheinlich gleich. Gegen die Wölfe haben wir halt ein echtes Problem ohne wirkliche Waffen. Hä, von wo? Keine Ahnung, wo der mich sehen möchte, aber bin gespannt. Hä? Wie hat er mich... Hilfe, da war ein Feuerpfeil. Glaube ich, weil wir haben irgendwie Schaden bekommen. Da hinten haben wir noch was. Rotes, ein Gegner. Das ist sicher nicht Grom. Das wäre schön, wenn der einfach so hier so ein bisschen langlaufen würde. Da. Oh nein, Hilfe, Wolfsstürmer heißt ja, da kommt ein Wolf. Hey. Das ist frech. Da bin ich. Können wir eigentlich auch so? Ja, wir können auch so. Ja, wobei, ich glaube, so können wir gar nicht blocken. So. Wo kommt der her? Tollwütiger Wolf. Die sind alle tollwütig, merke ich schon. Ey, die Wölfe machen Schaden. Da ist nicht der das Problem, sondern der Wolf. Wenn der Wolfsstürmer tot ist, kommen dann keine Wölfe mehr, oder? Aua. Ich wollte mal kurz... So. Tschüss, Hundis. Als Hunde wärt ihr süßer. Bin ich ehrlich? Der Wolf backt fest, oder was ist mit dem los? Hi. Hä, wieso kommt dann noch einer? Schau, nehme ich mal mit. Mahlzeit. Ah, die haben Mahlzeiten dabei. Mahlzeit. Den Gag muss sich einbringen. Brauche Ausdauer. Aua, warum hat er mich getroffen? Die Frage stellt sich jeder, der getroffen wird in Spielen. Zum Glück spielen wir keinen Dark Souls grad. Dann wäre ich schon tot bei so vielen Treffern. Da kann ich ja nochmal froh sein. Was ist denn die beste Fähigkeit? Was macht denn die 2 nochmal? Oh. Na komm her. Ich glaube, das sind auch noch die Wölfe von den anderen. Kann das sein? Aus dem Lager? Dann hätte ich aber Glück. Sag mal so, hier die gerade zu töten ist besser als woanders. Oh, das funktioniert auch ohne Schild. Okay, das sollte ich mir merken. Und noch einmal. So, endlich. Hat ja nur lang genug gedauert. Und es wird schon dunkel. Sehen die mich im Dunkeln eigentlich schlechter? Ich glaube, das ist egal, gell? Da hinten haben wir Erz, sehe ich gerade. Ja, könnten wirklich die Wölfe von da oben sein, aber wir gucken mal. Wir gehen mal wieder hoch. Das sind ja die letzten zwei wirklichen Truhen hier. Die anderen Lager werden voraussichtlich, etwas schwächer bewacht sein. Kann ich mir gut vorstellen. Wer lässt denn hier bitte so eine also so ein Loch in der Absperrung? Macht halt absolut keinen Sinn. Moment. So. Jetzt können wir mal hier eine Falle stellen. Und hier auch. Der wird ja gleich kommen. Und das waren tatsächlich, das sind Hunde. Falle stellen. Oh je.
wollte schnell weg. Reichtum erworben. Woher? Was für ein Reichtum? Kohle. Hä? Zwei Kohlebarren hat er. Okay. Irgendwie hat der keinen Bock anscheinend zu kommen. Dann komme ich halt. Gar kein Problem. Hallo? Ich wollte fast falsch drücken. Aber lass mal. So, Falle stellen. Verbraucht das eigentlich was? Nee, gell? Ich glaube, das ist immer komplett kostenfrei. So, hier haben wir einen, der Bock hat. Könnte ein bisschen schwer werden. Hä? Ja, ich muss es versuchen. Okay, reicht tatsächlich, um ihn umzubringen. Was war hier? Wir lesen. Der Anführer dieses Brückenlagers weiß vielleicht etwas über Goms Verbleib. Zerknüllter Zettel. Im Dorf. Gom könnte dort sein. Die Glaskugel tat in dieser Höhle gar nichts. Ich muss weiter nach Norden zur nächsten Stätte reisen. Zu viel Zeit auf dem Buddeln dieser verdammten Löcher verschwendet. Gorm. Lager nördlich. Das könnte das Lager hier sein. Weil hier ist ein Händler, also tippe ich mal da drauf. So ein Katz-und-Maus-Spiel gerade, was wir hier veranstalten. Hier können wir mal kurz gegenschlagen. Zack. Und hier, wow, ein Eisenerz. Ja, ich kann es fast gar nicht glauben, wie viel Glück wir hier einfach haben. Oh, drei Eisenerz, mal was anderes. So, hier haben wir einen, der da hinguckt und einen, der da hinguckt. Oh Gott. Hi. Ciao. Oh, wow, 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 wow. Ah, da ist eine Truhe. Die nehmen wir erstmal mit. Ich werde so verfolgt. Fast getötet. Hi. Nein. Wow. Hau ab. Ich dachte, ich treffe den noch vorher. Warum ist hier alles so streng bewacht? Was hast du zu? Hi. Hallo. Hier. Ciao. Hi. Oh Gott, ist der stark. Er hält ja einiges aus. Gut, ich habe noch ein paar Rennattacken, aber... Muss ja nicht unbedingt sein, oder? Hallo. Ciao. Können wir nicht hier noch einen Kessel nehmen? Au, oh, okay, das war... Warum brenne ich nicht? Merkwürdig, aber ich nehme es. Lea, haben wir hier noch was? Nee, tragen. Warum ist hier alles so streng bewacht? Was hast du zu verbergen, Gorm? Einiges. Ich denke mal, der weiß, dass wir ihn auf die Schliche früher oder später kommen werden. Und dann verbunkert man sich doch lieber gleich richtig, als irgendwie zu spät. So würde ich zumindest machen. Dankeschön für die Truhe. 400 Meter haben wir tatsächlich noch ein Reichtum. Das heißt, lasst mich raten, das ist in dem... Was war das gerade für ein Bild? Habt ihr das gesehen? Hm. Das ist tatsächlich in dem Lager und hier unten ist auch noch was. Was ist denn hier unten? 200. Bin mal im Nachgang gespannt, was das für ein Bild ist. Wenn ich das später mal sehe. Na gut, muss ich mir dann anschauen. Ist jetzt irrelevant. Oh, leider Schaden genommen. Aber ich weiß jetzt nicht, wir kriegen anscheinend von den Gegnern Mahlzeiten. Warum sollte ich mir dann eine Mahlzeit teuer mit meinen Materialien erkaufen? Das hat sich für mich noch nicht so ganz logisch in das Bild eingebracht. Oh. Ich glaube, du bist nicht ganz so nett. Würde ich jetzt mal tippen. Ah, da habe ich wahrscheinlich recht. Hallo. Aua. Ja. Was war denn das? Spiel? Okay. Götter. Oh, mir tut alles weh. Ich dachte, ich wäre tot. Do Dick Ordie. Doga an Sayak e Giga. An de wat zeruna te tizerum hyaga. Sayak. Ja, danke für die Hilfe. Du willst, dass ich die esse?
Was war denn mit dieser Katze los? Unsere Freunde haben mich mit ihren Beeren geheilt. Ich bin dankbar. Ja, ja. Und die Holunderbeeren schmecken auch gut. Sie tun gut. Ich fühle mich viel besser. Wachsen diese Holunderbeeren hier in der Gegend? Ja, ja, überall im Land. Hier und dort. Ach, sollten wir mal sterben? Holunderbeeren, eine neue Art Beeren, kann nun in Dörfern und Wäldern gefunden werden. Ist sie um deine... Hey, warum muss ich dafür einmal sterben? Das macht ja absolut keinen Sinn. Haben wir hier einen Händler? Müssen wir ja haben. Ja, da. Ich gehe mal kurz zum Händler. Wir haben ja ein bisschen was. Jetzt ist es natürlich schade, dass wir... Ne, hier sind wir gestorben. Gut, das, da werden wir dann einfach dort die Folge das nächste Mal starten. Würde ich sagen. Wo wir gestorben sind. Jetzt schauen wir nochmal beim Händler rein, was wir dort so alles mitnehmen können. Hallo. Genau. Sehe ich genauso. Ich brauche einen Bogen. Was haben wir? Ein Bogen aus Holz. Ich habe keine Ahnung, was für ein Bogen das ist. Nehmen wir. Können wir noch irgendwas? Wir könnten noch so ein paar Armschienen. Und der Rest, dafür brauchen wir mehr Metall. Na gut, ich drücke wieder die falsche Taste. Für mich ist Escape immer raus aus den ganzen Menüs. Nicht aus dem Hauptmenü. So, ein überlegener Jagdbogen. Na gut, lieber irgendein Bogen. Ich glaube, der Jagdbogen war das mit dem Zoom, gell? Nee, das war der, den wir immer hatten. Sehr schön. Nehme ich die Pfeile mit. Das, ich bin back in business, würde ich sagen. Und dann gehen wir noch hier hoch. Warte mal, sind wir hier gestorben? Ne, wir sind... Wo sind wir denn gestorben? Hier müssten wir gestorben sein. Oder? Keine Ahnung. Na gut, dann beenden wir die Folge einfach ein bisschen früher von dem Aussichtsturm. Ich glaube, ging die letzte länger, ich weiß es nicht. Oh, wir haben einige Rätsel noch, aber Reichtümer haben wir fast alle. Na gut, beim nächsten Mal sehen wir uns da hinten, da wo der Wegpunkt ist. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, warum wird es denn gerade hier so dunkel? Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.